Die US-Schauspielerin Kelly Preston ist tot. Sie starb im Alter von 57 Jahren nach einer Brustkrebserkrankung. Preston spielte unter anderem in den Filmen Twins und Jerry Maguire mit. Ihr Ehemann, der Schauspieler John Travolta, schrieb auf Instagram: "Mit sehr schwerem Herzen teile ich Ihnen mit, dass meine schöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat. Sie kämpfte einen mutigen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen", so Travolta. Er dankte den Mitarbeitern im Krebszentrum und Freunden, die die Familie zuletzt begleitet hatten. Preston und Travolta lernten sich Ende der 80er Jahre kennen. Sie waren 28 Jahre lang verheiratet und hatten 3 Kinder. Ihr ältester Sohn starb 2009 im Urlaub an einem Krampfanfall. Zuletzt standen Kelly Preston und John Travolta 2018 im Mafia-Film Gotti zusammen vor der Kamera.